Herzlich willkommen zum zweiten Podcast Gerüchtemix von Lifehacks. Auf geht's, hier eine Eigendynamik in den letzten Tagen entwickelt, da muss ich mal gegensteuern. Nummer 1, Lifehacks bannt grundlos Zuschauer auf Twitch. Da kann ich euch schon mal sagen, bildet euch gleich eine eigene Meinung. Ich sag jetzt schon mal, nein, das stimmt so nicht. Ich habe immer einen Grund, jemanden aus meinem Twitch-Stream zu bannen. Und zwar hier zum Beispiel im Loading-Screen, wo ein anderer Streamer gegen mich spielt. Freewin würde ich Lifehacks komplett zerstören. Und zum Beispiel ganz unten, dieser Typ macht Geiz. Also es hat Gründe, warum ich jemanden vielleicht doch bei mir persönlich banne. Bei mir übrigens im Stream meistens harmlos, aber in einem anderen Stream. Weiter geht's hier. Und bei so jemanden habe ich noch einen Gifted Sub. Und da gibt es wieder eine nächste Aktion. Ne? Deswegen folge ich ihm seit einem Monat nicht mehr. Es fängt bei mir aber täglich rum, ist da eher weniger kritisch. Und wenn man mit dir diskutieren will, ist over. Das stimmt ja auch nicht so. Wie oft diskutieren wir über Waffenklassen, über Skillungen. Und einige der Kollegen haben auch versucht, bei mir YouTube-Videos für sich zu promoten. Erstmal Lifehacks, das ist sozusagen so ein kleines Wiedererkennungsmerkmal, das kam jetzt öfters vor die letzten Tage und zur Situation gehe ich gleich ein. Wie gesagt, ist das ein eher Totext oder Erlebnis einer Blase? Wie gesagt, entscheidet selbst. Ne? Ich zeige euch hier bloß, warum die Bands da sind. Nummer 2, Lifehacks. Ich habe gegen einen anderen Streamer gespielt, den Bierbaum, das ist eigentlich ein ganz, ganz feiner Kerl. Ich bin vor ihm weggerannt, bin runtergefallen und er dachte, ich bin deswegen absichtlich gestorben. Nein, mich hat anschließend eine Balliste getötet. Ich war Last Man Standing für Punkt A. War übrigens in der Runde auch MVP. Wurde nicht ansatzweise erwähnt. Es wurde eher in die negative Richtung argumentiert. Das ganze Game. Lasst euch davon nicht beeinflussen. Das ist so nicht passiert. Nummer 3. Auf wie geht's? Andere Streamer und Communities. Ich möchte hier wirklich, wirklich an euch alle appellieren. An jeden. Ne? Toxisches und herablassendes Verhalten gegenüber anderen wird bei mir persönlich mit einem Timeout verwarnt. Bei Wiederholung führt das zum Bann. Leute, das sind Menschen vor den PCs, vor den Rechnern. Bitte flamet sie nicht. Hier ein Beispiel aus, ne, dass ich Bierbaum, wo das quasi meistens stattgefunden hat, nie etwas Böses getan habe. Ich muss auch sagen, Bierbaum hat bis vor kurzem nie ein schlechtes Wort gesagt. Er ist ein feiner Kerl. Ja, ich habe ihn gebannt. Aber das hatte Gründe, die möchte ich aber nicht sagen. Ich möchte ihn nicht diffamieren und müsst ihr einfach akzeptieren. Ne? Die anderen, ja, das habe ich schon gesagt, die Gründe habe ich gezeigt. Ganz, ganz wichtig auch, es gibt nicht das Team Bierbaum, es gibt nicht das Team Lifehacks, keine Ahnung, das Team Shun Mario, das Team Aritoshima oder wie sie alle heißen. Es gibt nur wir. Und habt bitte Spaß an Congress Play, das ist viel, viel wichtiger als alles andere. Wie gesagt, die deutsche Community ist nicht so groß und ich appelliere hier wirklich an euch und glaubt nicht jeden Scheiß, den ihr irgendwo mal lest. Ansonsten war es das soweit. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Klarheit. Euer Lifehacks. Macht's gut.